So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Punch Club. Es geht weiter. Uff. So, endlich mal wieder hier in die Muggibude. Oh, mal 10 Dollar. Hey, Kumpel, kannst du mir helfen? Nicht klar, gucken wir mal, was wir so machen können. So, auf geht's. Oh, nice, nice. Danke, hab den gesehen, du kannst wohl gut kämpfen. Jo, gelegentlich bin ich wirklich ganz gut. Dann solltest du dich das hier interessieren. Das ist ein Ort jenseits des Flusses, ein Lagerhaus. Weißt du irgendwas über unoffizielle Ultimate Fights? Nicht viel. Okay, wenn du dir ein bisschen Geld dazu verdienen willst, solltest du da mal hingehen. Alles klar, pass auf, bei diesen Kämpfen kannst du dich ziemlich schwer verletzen. Ja, ist ja, würde man fast sagen, bekanntheitsmäßig Standard. So, jetzt trainieren wir aber erstmal hier ordentlich. Dass wir ja wenigstens erstmal wieder ein bisschen was hochkriegen hier. Gerade unsere Stärke und Ausdauer, das sollte man jetzt hier wirklich mal bisschen mehr trainieren. Gerade die Ausdauer müssen wir ein bisschen höher kriegen. So, von allen was, nicht von jedem zu viel. Unsere Energie immer schön einteilen. So, ich weiß nicht, ob wir hier auch Ausdauer damit machen, aber sieht bis dato nicht so aus. So, sind wir hier schon mal auf der 4, sehr gut. Was war denn hier Geschick? Ich glaube, das, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, genau, das ist Geschick, das sollten wir auf jeden Fall auch ein bisschen hochkriegen. Wenigstens so auf die 2, 2,5. Sehr gut, also schon mal auf der 2. Ja, Geschick. Das wird so eine Mischung aus allen. Dort Lena hat Hunger. Gut, da könnte man ja rein theoretisch. Wie sieht es mit dem Fight Club hier aus? Morgen. Alles klar, das heißt, wir sollten lieber mal heimgehen. 3 Dollar mit dem Bus, das können wir uns auch mal leisten. Erstmal nochmal ein Steak hier und dann geht es ab nach Pennen. Immer wieder Energie und noch ein bisschen Glücklichkeit auf. Und dann morgen schön hier effizient. Jo, so sieht's aus. Tag 18, heute steht es im Endeffekt an. So, da hat jemand Hunger, würde ich behaupten. So, erstmal das letzte Steak hier. Gehen nochmal zur Muggibude. Gerade nochmal hier, dann nochmal ein bisschen. Ja, die 10 Dollar gebe ich dir noch. Mein letztes Geld. Und dann tritt man das Ganze nochmal hoch hier. Auf die 4. Alles klar, dann hier noch ein bisschen dribbeln. Und dann geht's auf zum Kampf. Sehr gut, dann kämpfen wir mal. Würde ich behaupten. So, blocken. Gib dir die Treffer ausweichen. Ich mal hier wegnehmen und hier mal auf Blocken setzen. Aktive Talente, da bleiben wir ein paar mehrere hier, würde ich mal behaupten. Ich kann hier aber noch nicht so viel auswählen. Dann mal kämpfen. Gucken, wie es jetzt aussieht. Naja, ich meine ansatzweise, der hat uns schon wieder eine Menge abgezogen und wir den noch gar nicht. Aha. Ja, wir schlagen irgendwie gar nicht zu, habe ich so fast das Gefühl. Right. Habe ich eine falsche aktive Fähigkeit drin? Das sieht fast so aus.
Naja, doch, ich habe ja hier Treten statt. Also, ich habe Ausweichen und Treten drin. Was ja eigentlich mehr auf Geschick gebürstet ist. Das ist natürlich doof. Moment, das muss ich gerade nochmal umändern. Das raus, das rein. Naja, das war natürlich leider heftig hier. Man merkt jetzt schon, wenn wir uns schon mal treffen, dann sieht er ganz gut aus. Ja, wenn er nicht mal so eine Scheiß-Kombo hinlegen würde, dann müsste ich haben keine Energie mehr. Ist auch zum Rotzen. Wir sind aber nun mal leider der offensivere Typ, da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, genau. Ah, sieht ganz gut aus. Stärke 4, 2, 3. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Sieht gut aus, sieht gut aus. 4 Talentpunkte gekriegt. Da können wir das Ganze jetzt hier, kommen wir immer noch. Ah doch, ist ja schon frei. Grundlegende Talente, Weg des Bären, Weg des Tigers, Wild der Schildkröte. Schnuckler, Taktik, auf hohen Kampf basiert. Hoher Schaden und Energieverbrauch, mäßige Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen. Schläge sind wirksamer. Pfad des Tigers, wieder Blitz, auf Geschick. Basierende Taktik. Schildkröte, Taktik mit Schwerpunkt auf Ausdauer, Blocken, schwere Schläge, wahnsinniger Energieverbrauch und Regeneration. Okay, und das ist grundlegende, ausgewogene Taktik halt, Standard. Weg des Bären ist halt Taktik auf hoher Kraft basierend, hoher Schaden und Energieverbrauch, mäßige Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen, Schläge sind wirksamer. Du siehst mehr Details von Kampftalenten. Merkwürdig, oder? Ich trainiere erstmal das Ganze hier aus. So, hoher Schlag. 4, 4, 4. Das passiert alles auf 4. Kann ich also nicht freischalten. Muss man also im Endeffekt nochmal trainieren. Hand-ups, Übungskampf, abbrechen. Ja, toll, die Kohle habe ich nicht. Gut, hab ich genauso wenig. So, dann geht's denn hier weiter. In 2 Tagen, derzeitiger Rang 10. Okay, okay, okay. Ich will eigentlich nur in diese komische Karte hier rein, danke. Dann mal auf den Bau hier. Geh halt einfach mal hier hin und mach mal ein bisschen hier Action. Aber wird relativ schnell am Essen nagen, habe ich ja das Gefühl. Bumm. Ja, wir haben auch noch 3 Dollar. Ich darf halt erstmal Kohle machen, der Heme vielleicht ein bisschen trainieren, dass wir unter Heme. Dass wir unter Heme wenigstens. Mit dem Bus, danke. Du glaubst nicht, ich bin blöd, gib mir den Rest. Ey, was guckst du? Ich guck dir gleich. Ich habe mich nur gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Ich wollte nur eine Limo. Kann auch später wieder kommen, gar nicht. Wenn du willst, nimmst dir. So, gucken wir mal. Schlag und Tritt. Ah, kämpfen wir mal. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Ah, 4. Schön, wie das so rundenbasiert ist, ne? Ganz, ganz klar. Auch beim Joggen immer so. Der kassiert gerade richtig gut. Wir fressen zwar einen Haufen Energie.
Aber er trifft uns dementsprechend doch nicht allzu gut. Von daher sieht das ganz gut aus. Auch eine ganz gute Konfis Kombos raus. Passt also soweit, ganz nice, ganz nice. Ja, 32, ja, noch 77, 6er Kombi, sehr gut. 4er Kombi, nochmal 6er Kombi, sehr gut. Gut, Runde 5 sollten wir es dann spätestens klatschen. Unsere Energie lässt halt nur langsam nach. Ja klar, heute lass ich meine Helfer-Konfi raus. So, jetzt scannen wir ihn, würde ich sagen. Und noch einmal treffen und dann ist Feierabend. Danke, Win. Sehr gut. Ein Verbrechen für 100. Du hast erstmal ein Verbrechen verhält. Ich bin stolz auf dich. Danke, danke. Okay, vielen Dank, mein Held. Beim Kämpfen zuzusehen hat mich an alten Freunde erinnert. Das war ein wahrer Meister. Ja, danke, danke. Billiger wird es dafür ja trotzdem nicht, ne? Also, das ist ja das Problem. Bum, bum, bum. Ich überlege, 9, 9 sind 18. Na gut, können wir trotzdem nehmen. Wenn wir jetzt zweimal Fleisch. Viermal Pizzen noch nehmen. Haben wir noch 20. Was wir da reinmachen hier. So, was in die Kehle schieben. Dass wir wieder hier ein bisschen pennen, um Energie zu kriegen. Müssen ja wenigstens erstmal ein bisschen sparen. Aber dafür müssen wir unser Training ja auch wieder hier liegen lassen. Ist ja auch nicht so geil. Jetzt haben wir erstmal voll. Jetzt können wir eigentlich erstmal sagen: erstmal hier volle einer volles Leben neu schaufeln. Gut, sehr schön. Sagen können: gut, wir melden uns jetzt eh nicht an. Das ist ja vor uns erstmal für 6 Dollar hier neuf. Und arbeiten erstmal. So, jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Kohle ab. Wir haben nur volle Ausdauer, also alle von allen werden full. Ein bisschen Stärke und Co. machen wir ja dadurch trotzdem noch. Das ist ja der Vorteil einer ganzen Sache. Ist zwar auch nur minimal, was wir hier machen, aber immerhin. 9 gewonnen, 27 verloren, 8 gewonnen, naja. Was willst du machen? Wir brauchen halt die Kohle. Unsere Energie geht leider zur Neige. Ah, Kacke. Aber nichts mehr zu fressen, würde ich mal behaupten. Na, warte mal, gehen wir mal kurz hier. Zu Fuß hin, da haben wir jetzt 164 Dollar. Da könnten wir uns ein kleiner Punch-Dings da. Sonst müssen wir mindestens 200 Dollar oder 250 Dollar holen. So machen wir einfach nur geschickt gut, was wir in dem Fall auch nicht brauchen. Wirst du wahnsinnig dabei. Mal kurz hier zum städtischen Supermarkt. Ich habe keine Bildwäsche im Angebot. Ha, 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 ha. Ja, witzig, witzig, witzig. Mein Gott, Schenkelklopfer for the win. So, haben wir da noch zwei und nochmal hier noch einen. Dann lassen wir da hin, wenn ich bitten darf. Zu Fuß. Also jetzt habe ich wieder Freude. Das ist gut, jetzt gehen wir mal hier rein. Fahren wir nochmal. Wollen wir jetzt ein paar Tage hier unser Training ein bisschen schweifen lassen. Bleibt uns anderes übrig. Boah, das zieht uns so massiv ab, Alter, wenn wir nicht trainieren. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, 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 ja. So. So, gucken wir mal. Nee, das wollte ich nicht. Stadtkarte hoch zum Bau. Da können wir nochmal für 6 Dollar rammeln. Und dann nochmal für 50 Euro hier. Noch ein bisschen durchackern. Wenn wir da jemand trainieren können, das spart uns auf jeden Fall schon mal 10 Dollar jedes Mal die Scheiß Eintritt. Gut, unsere Laune ist jetzt nicht so geil, aber was willst du halt machen? Brauchen. Ach, immer müssen wir es noch schaffen.
Sprich, wenn die Leute komplett im Arsch ist. Gut, da kriegst du mal keine Punkte, das ist aber in dem Fall auch egal. Gut, danke. Viel zu müde. Ja, ja. Ist ja egal, also blick dich mal hier an. Jetzt können wir uns nämlich erstmal hier eine scheiß Bank kaufen. So, von den Rest können wir uns noch im Supermarkt einfetten hier. So. Ja, hat mir wieder keine Bösewichte im Angebot. Mensch, Frank, du haust aber auch hier jedes Mal einen raus. Wahnsinn. Das sind alles Glücklichmacher hier. Was kann man so. Gut, danke. Und da haben wir jetzt hier wenigstens ja schon mal was zum Trainieren. So. Und ein bisschen Essen haben wir natürlich auch. Ja, wir verlieren natürlich ja massiv, ist ganz klar. Ja, dann pennen halt erstmal. Da hat er wieder der Heißhunger zwischendurch, aber wir müssen hier sowieso nochmal braten. Das Essen in dem Fall eigentlich nur fürs Pennen, ey, Wahnsinn. Wir brauchen dementsprechend aber auch ein bisschen Laune, das ist ja das nächste Problem. Ich muss mich erstmal nur beschäftigt zu pennen. Zu pennen, unsere Werte hier zu verlieren. Zu fressen und zu pennen. Mehr machen wir eigentlich momentan gerade gar nicht hier. Das schöne Fleisch dafür aufzusetzen, ein Wahnsinn, ey. So wenigstens ja mal wieder gute Energie bekommen. Ist natürlich auch für die Gesundheit gut, ne, ganz klar. Und für unseren Fun-Faktor hier, dann können wir wenigstens erstmal da mit trainieren. Das ist wenigstens schon mal ein Vorteil. Letzter Anmeldetag, Kampf in 2 Tagen. Oh, danke. So, dann hauen wir mal alles ordentlich hier rein in die Kiemen. Dann können wir wenigstens ja schon mal jetzt ein bisschen trainieren. Das ist natürlich jetzt rein auf Energie, ganz klar. Auf Stärke so rum. Dann wollen wir noch was. Jetzt kriegen wir noch volle Punkte hier. Ne, es lässt schon gerade wieder nach hier. Machen wir die Liegestütze, machen wir geschickt bei Liegestütze, alles klar. Wir müssen halt die Ausdauer auch ein bisschen hochkriegen. Der nächste Gegner, der wird nicht so einfach werden. Wird schon wieder ineffizient. Nochmal hier bei Stärke. So, wenigstens die Stärke wieder auf 4 hochkriegen. Und vielleicht mal in die Stadt zu Mike's and Bro gehen hier. Ob der noch irgendwas für mich hat. Ich frage mal nach Essen, teile dein Wissen mit mir. Naja, das war sehr toll. Danke, 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 danke. Haben wir wenigstens erstmal was zu essen. So, Stadtkarte. So, ich sollte ja auch mal hier hingehen, so zu Fuß. Zack. Am Fight Club, ne? Ganz illegale Show, du organisierst allgemein Fight Club. Stimmt das? Du siehst aus wie ein Polizist. Ja, ja. Auf jeden Fall. Gut, dann bin ich bereit. Okay, wir kämpfen nicht jeden Tag und die Kämpfe sind richtig gefährlich. Na, dann hätte dein Gesicht verbrannt, wärst du jetzt du. Ja, das ist alright. So, alle mit Fight-Kampf. Kampf verfügbar, dann kämpfen wir halt mal. Der 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2,6, der 5,2. Ach du Scheiße, kann nichts werden. Kämpfen! Eine 12er Kombo, ach, da haben wir gar keine Chance dagegen, sehe ich gerade mal hier. So, ach, du Heimatland, das haben wir so gut wie verloren.
steigen zwar ab und zu hoch mal aus, aber das ist halt. Scheißdreck dagegen, Fight. So, zack. Das war eine 14er-Kombo, die war sogar ganz gut. Oh, nochmal eine 14er-Kombo, sehr nice. Weil der keine Energie mehr hat, merke ich aber auch. Ah, sehr gut. Da können wir immer sehr gut aufladen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Wir haben auch plus noch 23, sprich, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Fight! 16, 15, oh ja. Jawohl, jawohl. Und noch jemand treffen, noch jemand treffen. Dann können wir das sogar. Oh, 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 oh. Ah, komm, jawohl, nice. Scheiße, knapp, aber nice. Belohnung 70 Glückheit, 40 Dollar und 2 Erfahrungspunkte. So, was ist mit dem Mann im roten Auge? Ich habe das Gefühl, ihm einmal schon begegnet zu sein. Als ich ihn das erste Mal sah, hatte ich das gleiche Gefühl. Jeder nennt ihn den Mann mit Schwarz in den roten Auge. Es richtet sich auf einer Insel ein Wettkampf der besten Wettkämpfer aus. Gelegentlich kommt er her, um sich die neuen Kämpfer anzuschauen, aber er lädt nur die Meister ein. Da muss ich halt ein Meister werden. Das ist wohl richtig. Erster blutiger Kampf geschafft. Nice. So. Also, das ist ja jetzt so eine ausgewogene Taktik. Dann haben wir jetzt hier die Taktik des Bären, sehr aggressiv. Wie wir dagegen vorgehen. Bum, bum, bum. Boxschlag. So, um den 2 Grad zu schalten, müssen wir erst das dementsprechende Grundtalent freischalten. Ah ja. Achso, das sind ja diese Grundtalente, die wir hier lernen. Hoher Schlag, tiefer Tritt. Stärkerer als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Ein schwächerer Treffer, der ziemlichen Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Ah, ja. So, Kinnnacken. Sehr stark, benötigt viel Geschick. Ah ja. Verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Ich würde dann halt einmal das würde ich sagen. Ein tiefer Tritt in die Klöten. Und ein bisschen Kohle haben wir ja verdient. Das ist ja hier schon mal davor da in der ganzen Geschichte haben wir 42 Dollar. Gehen wir einfach mal dorthin hier. Trainieren halt einfach nochmal, weil wir einfach das Vorteil haben. Wir haben halt einfach alles hier. Aber, meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, oder Renner. Ciao, ciao.